Meine Damen und Herren, liebe Rapid-Fans, einen kräftigen Applaus für Jan Novota! Erstmal die Frage, wie geht's dir? Danke, es geht mir sehr gut und ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein kann. Jan hat ja zu Debrecen zum siebenfachen ungarischen Meister gewechselt, das ist richtig. Wie hast du dich dort eingelebt in den ersten Wochen, Monaten? Ja, sehr gut. Also wir sind schon dort auch mit meiner Familie. Es passt alles. Ich habe mich leider ein bisschen verletzt vor dem Saisonbeginn, aber ich bin schon fit und ich warte auf meine Chance. Und ja, es läuft alles gut. Wir haben auch gestern gewonnen. Also ich hoffe, dass ich bringe heute ein bisschen Glück für Rapid. Wenn du jetzt zurückdenkst an Rapid, ein Spiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, sicher, der Spiel gegen Ajax Amsterdam auswärts. Das werde ich nicht vergessen, aber es sind so viele schöne Spiele gewesen, dass ich möchte nicht nur eine sagen. Für mich war immer toll, für dieses Publikum zu spielen, und egal ob zu Hause oder auswärts. Und ich bin eigentlich also wirklich sehr, sehr stolz, dass ich bei SK Rapid spielen könnte. Jetzt hast du sicher auch mitbekommen, wir sind teilweise sehr mäßig in die Saison gestartet, oft gut gespielt, dann leider das Spiel aus der Hand gegeben. Hast du das mitverfolgt? Weißt du, was deiner Meinung nach vielleicht die Gründe waren, dass wir dann bis zum Ende nicht die 100% geben konnten und den Sieg einfahren? Die Gründe weiß ich nicht, aber natürlich, ich habe das verfolgt und ich habe auch die Daumen gedrückt für die Jungs. Es ist leider nicht so gelungen, wie die das wollten. Ja, es wird sicher, sicher viel, viel besser.